Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen LS19 News mit meiner Wenigkeit hier. Ich grüße euch. Ja, es gibt mal wieder eine kleine Spekulation, beziehungsweise es steht wo uns in den nächsten zwei Wochen etwas Neues im LS19 voraus. Und zwar hat Giants am gestrigen Freitag, je nachdem, wenn ihr das Video seht, am 5.3.2021 auf Facebook und auf Twitter dieses Bild hier gepostet. Das ist ein Wald als Hintergrund und im Endeffekt Farming Simulator 2 weeks ago und first. Da konnte man jetzt prinzipiell erstmal nichts damit anfangen, weil könnte ein schlechter Joke gewesen sein. Im Allgemeinen, man weiß es ja manchmal nicht, was marketingtechnisch so abgeht. Allerdings hat sich dann die Spekulationsblase dermaßen hin und her gewischt und ich wurde gefragt, ob ich das mitbekommen hätte und dass das eventuell ja neues DLC sein könnte. Und deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Giants war leider, es ist jetzt Wochenende, ne, dementsprechend nicht zu erreichen. Und es gibt da eine tolle Seite, die nennt sich SteamDB. Ja, also Steam-Datenbank. Und in dieser Steam-Datenbank kann man sehen, wenn irgendwas innerhalb eines Spiels, in dem Fall jetzt hier der Farming Simulator 19, wenn sich da jetzt irgendwas tut, ne, oder getan hat oder whatever. Und in der Tat gibt es hier zwei Einträge, die jetzt relativ frisch sind. Einmal vor 18 Tagen, ein CD-Key, und einmal vor 10 Tagen. Und das hat mich schon gewundert, dann wurde mir allerdings geschildert, Moment, das Grimme DLC hat ein Update bekommen, das könnten die Einträge sein. Nun gibt es allerdings ja auch die Sektion DLC und da sieht man, ja, das Grimme DLC wurde vor 18 Tagen geupdatet und das ist dementsprechend der Eintrag hier vor 18 Tagen. Nun gibt es allerdings hier einen neuen Eintrag, also einen neuen Key, der hinterlegt worden ist, der ist jetzt 10 Tage alt. Wenn man sich jetzt im DLC-Bereich weiter umschaut, sieht man, dass man hier einen unbekannten Datenbankeintrag hat, der auf den Namen Farming Simulator 19 DLCR hört. Ja. Da gibt es leider noch nichts dazu, der wurde vor 4 Tagen in der Steam-Datenbank hinzugefügt. Heißt also schon mal, wir bekommen ein neues DLC für den Farming Simulator. Nun ist die Frage, was? Wir haben hier DLCR. Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf Facebook, denn da hat der User bzw. die Modding-Gruppe Nord Simulation hat da einen Post geteilt und hat einfach mal Rottne First in Forest genannt. Und wenn man da wiederum auf die Rottne-Webseite geht, sieht man dementsprechend auch, ja, das sind Forstmaschinen und Rottne hat den Slogan First in Forest. Wir erinnern uns zurück an dieses Bild, First 2 weeks ago. Wenn man 2 Wochen weiter vorausgeht, ist es dann Mitte März. Und ja, wir haben hier First in Forest. Es scheint also ein Rottne-DLC für den Farming Simulator 19 zu kommen. Es gibt keine offizielle Bestätigung seitens von Giants. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt die Einträge hier vergleicht, das ist eigentlich schon so, wie es ist. Kann man sich jetzt fragen, okay, entweder wurde das ein bisschen verpennt, das zu dolle zu verstecken, oder es sollte halt einfach nicht dolle versteckt werden, je nachdem. Also heißt es wohl in 2 Wochen ungefähr, das heißt dann, wenn ihr mich mal auf dem Kalender schauen lasst, 19. März, ja, beziehungsweise 18. oder 19. März, irgendwann so rum, wird wohl ein neues DLC, ein Rottne-DLC für den Farming Simulator 19 erscheinen. Soweit, so gut, so normal. Jetzt stellen sich allerdings folgende Fragen. Wir hatten mit den Premium Edition DLC, beziehungsweise mit der Premium Edition, haben wir traditionell einen Abschluss eines LS-Teils. Dieser Abschluss wurde jetzt schon durch das Grimme DLC unterbrochen im Januar. Da könnte man sagen, okay, gut, das war ein Content, also in Wettbewerbs-DLC, ist vielleicht erst dann fertig geworden, war verzögert, dies, das, Ananas, okay, kann ja durchaus sein. Das ist jetzt das Letzte. Aber jetzt kommt wieder ein DLC, voraussichtlich wieder ein DLC, aber die Hinweise sind eigentlich schon ganz, ganz deutlich. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wir dieses Jahr doch vielleicht keinen neuen LS-Teil bekommen? Geht das jetzt erstmal mit DLCs wieder weiter? Es gibt noch keine Dings, also dieser DLC wurde auch nicht angekündigt oder sonst was. Der kommt jetzt scheinbar einfach. Und das lässt natürlich Fragen offen.
kommt dieses Jahr doch kein neuer Simulator, also kein neuer Farming Simulator 21, 22, 23, wie er auch am Ende des Tages immer heißen wird. Das wird die Frage aller Fragen sein. Da klemme ich mich auf jeden Fall nächste Woche mal dahinter und frage mal nach, was Giants dazu sagen kann oder dementsprechend auch nicht sagen kann. Aber wie ist eure Meinung bis dato zu? Freut ihr euch auf dem Rodney DLC? Ich meine, Forst ist im LS ein Thema. Ne, es wird halt immer auf die Frage dann hinauslaufen, was wird in diesem DLC sein, welcher Umfang, was halt auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin erstmal raus, verlinke euch alle Links, die ich hier habe in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch selber anschauen, vielleicht findet ihr noch irgendwas, was ich jetzt hier nicht gefunden habe. In dem Sinne, das soll es gewesen sein. Tschüssikowski, tschü tschü.